Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Fahrzeugabsicherung. Dafür haben wir hier eine Mercedes C-Klasse, aber das Video kann man für alle Mercedes-Fahrzeuge anwenden. In dem Video werden wir besprechen, welche Maßnahmen es gibt und Möglichkeiten, sein Fahrzeug abzusichern. Dabei werden wir auf die verschiedenen Sachen eingehen, wie man sein Fahrzeug absichern kann, wogegen, gegen welche bestimmten Sachen und welche Lösungen es da gibt. Wenn man sein Fahrzeug gegen den Diebstahl eines Navigationssystems, Lenkrads oder Felgen schützen möchte, dann macht es Sinn, eine Alarmanlage nachzurüsten. Denn auch wenn das Fahrzeug eine Alarmanlage ab Werk hat, sind das serienmäßige Systeme und die Diebe wissen, wie man die entschärft. Früher gab es Alarmanlagen, die man nachrüsten konnte, die einfach über den Fahrzeugschlüssel bedient wurden. Das heißt, die Alarmanlage wurde geschärft und entschärft. Das Problem ist, dass der Fahrzeugschlüssel mittlerweile nicht mehr sicher ist. Das heißt, wenn der Dieb die Fahrgeschummer von dem Fahrzeug kennt, dann kann er sich so einen Schlüssel bestellen bzw. auch nachmachen. Und dadurch entschärft er natürlich auch die nachgerüstete Alarmanlage. Deswegen ist die Technik so weit, dass wir so kleine Anhänger haben. Das heißt, nur derjenige, der den Fahrzeugschlüssel hat und einen Driver-Card, kann die nachgerüstete Alarmanlage entschärfen. Die Alarmanlage, die man nachrüstet, hat den großen Vorteil, dass der Dieb nicht weiß, wo sie verbaut ist. Vorausgesetzt, die Alarmanlage wurde nicht nach den Einbauanleitungen verbaut, die man von den Alarmanlagenherstellern im Internet findet. Die haben natürlich großes Interesse, dass möglichst viele Werkstätten, Einbaupartner ihre Systeme verbauen. Und dadurch ist das natürlich blöd, weil dann weiß der Dieb natürlich, wo die meisten Alarmanlagen auch verbaut sind. Deswegen, wenn ihr euch für eine nachgerüstete Alarmanlage entscheidet, dann sollte man darauf achten, dass es individuell eingebaut wird und entsprechend halt auch sicher. Bei diesen kleinen Driverkarten oder Bluetooth-Tags hat man den Vorteil, die sind nicht kopierbar. Das heißt, es kommt natürlich auf das System an, was man verbaut, aber die Systeme, die wir verbauen, haben den Vorteil, dass diese Driverkart funktioniert per Bluetooth und hat den großen Vorteil, man kann die nicht kopieren, man kann sie nicht klonen und man kann die auch nicht verlängern. Und es ist halt auch so gedacht, dass die Alarmanlage kann parallel nur zwei Driverkarten bedienen bzw. funktionieren mit zwei Driverkarten. Natürlich kann man auch eine Alarmanlage mit einer Ortung koppeln. Das heißt, wenn zum Beispiel theoretisch jemand versucht, die Felgen zu klauen oder den Innenraum leer zu räumen, dass man eine Benachrichtigung bekommt. Das können wir ebenfalls euch auch anbieten. Das heißt, dann habt ihr eine App und über die App bekommt ihr eine Benachrichtigung. Das heißt, per WhatsApp oder Push-Nachricht oder halt anrufen. Das ist in der Theorie möglich und kann man natürlich auch machen. Nur man muss halt in der Realität auch verstehen, es gibt Störsender, mit denen man jedes Ortungssystem der Welt, ob das Ortungssystem von den Autoherstellern oder egal welches man nachrüstet, dadurch halt auch deaktivieren kann. Dadurch hat man natürlich das Problem, dass man nicht benachrichtigt wird, wenn irgendwas mit dem Fahrzeug passiert. Wenn euch das klar ist und ihr trotzdem ein Ortungssystem haben möchtet, können wir natürlich eins mit der Alarmanlage koppeln. Aber ihr müsst einfach die Realität verstehen und nicht euch einfach wundern, dass das Auto weg ist oder halt leergeräumt und ihr nichts bekommen habt. Gegen diese Störsender haben wir auch eine Lösung. Das heißt, wir können einen Sensor verbauen. Der Sensor, der schlägt Alarm, sobald der Dieb kommt und seinen Störsender aktiviert, wie in diesem Video. Dieser Sensor funktioniert so, sobald der Dieb einen GPS-Jammer aktiviert, dann läuft sofort ein Vollalarm. Ich werde das kurz demonstrieren. Dieser Sensor hat den großen Vorteil, dass er das Fahrzeug präventiv schützt. Das heißt, bevor der Dieb ans Fahrzeug rangeht, aktiviert er seinen Störsender und sofort geht der Alarm an. Das heißt, egal ob der Dieb die Felgen klauen will, die Spiegel, Lenkrad, Navi oder das gesamte Fahrzeug, der wird immer einen Störsender mitbringen, weil die kosten um die 100 bis 150 Euro und das Geld hat jeder Dieb übrig. Und durch diesen Sensor haben wir einen präventiven Schutz. Bei der Alarmanlage, die wir nachrüsten, ist es halt, wie gesagt, sinnvoll, Systeme nachzurüsten, die über eine Driverkarte arbeiten. Das heißt, nur derjenige, der den Schlüssel und die Driverkarte hat, kann die Alarmanlage entschärfen. Ich werde das einmal kurz demonstrieren. Ich denke mal, genug geredet. Jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Schlüssel habe und die Driverkarte, dann funktioniert alles wie gehabt. Ich kann das Auto schärfen, entschärfen. Alles ist wie normal.
Wenn ich jetzt zum Beispiel die Driverkarte aber in so einen Behälter lege, wo sie kein Signal mehr sendet, dann ist das so, wenn ich jetzt das Auto aufmache, ihr seht, wenn ich die Driverkarte nicht dabei habe, nur den fahrzeugeigenen Schlüssel, dann lässt sich die Alarmanlage auch mit dem fahrzeugeigenen Schlüssel nicht entschärfen. Das ist Sinn des Ganzen, das bietet eine zusätzliche Sicherheit. Aber man darf sich auch nichts vormachen, egal was man verbaut, eine Alarmanlage, ein Ortungssystem oder ein Anti-GPS-Jammer-Sensor, das alles wird das Fahrzeug nicht gegen Totaldiebstahl schützen. Dafür gibt es etwas anderes, und zwar eine Wegfahrsperre. Man kann eine zusätzliche Wegfahrsperre verbauen, denn natürlich hat das Fahrzeug eine eigene Wegfahrsperre. Nur die fahrzeugeigene Schlüssel oder die Wegfahrsperre der Hersteller kann manipuliert werden, deswegen werden diese Fahrzeuge auch geklaut. Deswegen, wir haben die Möglichkeit, eine zusätzliche Wegfahrsperre nachzurüsten. Diese Wegfahrsperre funktioniert entweder über diese Driver-Card, das heißt, genauso wie die Alarmanlage, lässt sich das Fahrzeug nur entschärfen über die Karte und den Schlüssel, dann entschärft die Alarmanlage und dann entschärft auch die Wegfahrsperre. Oder man kann das auch bei einigen Fahrzeugen so machen, dass man die Wegfahrsperre über eine Tastenkombination entschärft. Das bedeutet, man setzt sich ins Fahrzeug, macht die Zündung an und muss eine Tastenkombination der Lenkradtasten, Tasten der zum Beispiel Tür, eingeben, bevor man das Fahrzeug starten kann. Je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt und welchen Bedarf, können wir euch da verschiedene Sachen anbieten. Ich werde einmal kurz zeigen, wie das genau funktioniert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Fahrzeug verriegel und ich habe die Karten wieder versteckt in einem Behälter, damit sie kein Signal mehr senden, dann kann ich das Fahrzeug nicht starten, obwohl ich den fahrzeugeigenen Schlüssel habe. Stattdessen geht der Vollalarm an. Genau. Und wenn ich zum Beispiel den Fahrzeugschlüssel habe und die Driverkarten zusammen, dann kann ich natürlich das Auto ganz normal starten und es funktioniert genauso wie vorher. Ihr müsst auf nichts achten, einfach den Schlüssel dabei haben und die Driverkarte. Damit man sein Fahrzeug vernünftig schützen kann, muss man einfach erstmal sich klar werden, was möchte ich absichern. Die Felgen, die Spiegel, Innenraum oder das gesamte Fahrzeug. Und dann kann man davon ausgehen und die entsprechenden Maßnahmen verbauen. Wichtig ist, dass man realistisch die ganzen Sachen betrachtet und nicht nur die Theorie wie mit dem Ortungssystem, sondern halt auch versteht, wie das in der Praxis halt funktioniert, dass man einfach nicht enttäuscht ist. Wenn ihr neue Fahrzeuge habt, die ein, zwei oder wenige Jahre alt sind und noch unter Garantie sind, solltet ihr vor einer Nachrüstung mit dem Hersteller sprechen, das heißt mit dem Vertragspartner oder mit der Niederlassung, ob der Einbau sich auf die Garantie auswirkt. Denn es ist einfach so, egal welchen Hersteller der Alarmanlage, der Wegfahrsperre, des Ortungssystems man einbaut, jeder Autohersteller hat natürlich es nicht gern, wenn jemand etwas Externes in sein Fahrzeug halt einbaut. Deswegen sollte man das im Vorwege abklären. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch, dann können wir die Sachen am Telefon am einfachsten absprechen oder schickt uns eine E-Mail, dann können wir euch ein paar Sachen anbieten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.